Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir sprechen heute über die transzendentale Meditation oder auch TM genannt. Sie als erfahrener TM-Lehrer praktizieren jetzt schon seit 45 Jahren die transzendentale Meditation. Nehmen Sie uns doch noch mal kurz mit, was ist eigentlich TM? Ja, also TM steht für transzendentale Meditation und das ist eine wunderbare, sehr einfache, natürliche Meditationstechnik, die wird zweimal am Tag ausgeübt, bequem sitzen mit geschlossenen Augen für etwa 20 Minuten. Und meditieren bedeutet nach innen gehen und transzendieren bedeutet überschreiten. Das heißt, der Geist, der geht vom Groben immer weiter nach innen, die Gedanken werden immer feiner. Und wenn der feinste Aspekt der gedanklichen Aktivität überschritten wird, wenn er transzendiert wird, dann erfährt man einen Zustand innerer, ruhevoller Wachheit oder reinen Bewusstseins. Das ist ein Zustand, wo der Geist völlig wach in sich ruht, in dieser Unbegrenztheit, in dem Selbst, ohne etwas zu denken. Und dieser Zustand ist ja angenehm, das ist ein Zustand von Glückseligkeit. Und weil der Geist immer auf der Suche nach Freude ist, geht der Geist von ganz alleine dahin, wenn man die richtige Technik hat und den richtigen Ansatz, um das zu praktizieren. Und was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, was ist der wirksamste Effekt von dem Praktizieren von der transzendentalen Meditation? Der wirksamste Aspekt ist, dass wir unser volles geistiges Potenzial im Laufe der Zeit entwickeln. Es ist ja bekannt durch viele Studien, dass wir heute vielleicht nur 5 oder 10% von unserem eigentlichen Potenzial nutzen. Und die meisten Menschen, die kennen ja nur die drei Bewusstseinszustände: Schlafen, Wachen und Träumen. Jeder hat seine eigene physiologische Entsprechung. Und in der transzendentalen Meditation erfahren wir einen vierten Hauptbewusstseinszustand, innere Ruhe voller Wachheit, wo die Ruhe doppelt so tief ist wie im Tiefschlaf. Das muss man sich vorstellen. Man ist voll wach. Die Gehirnwellenmuster zeigen eine hohe, Geordnetheit oder Synchronität, Kohärenz der Gehirnwellenaktivitäten. Und wenn man das regelmäßig praktiziert, dann hat unser Nervensystem die Gelegenheit, tiefsitzende Blockaden, Stresse abzubauen. Und infolgedessen wird die Gesundheit verbessert. Also das Immunsystem wird gesteigert, man wird viele Krankheiten, die man so hat, die verschwinden einfach, wenn man meditiert, oder sie werden viel weniger. Der Alterungsvorgang wird deutlich verlangsamt, wenn man meditiert. Und wenn man jetzt sozusagen geistig wacher ist, man ist kreativer, man wird gesünder, man hat weniger Stress, dann wirkt sich das natürlich auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Beziehungen werden harmonischer, man wird mehr in der Lage sein zu lieben, man wird mehr in der Lage sein zu geben, zuzuhören. Und wenn viele Leute meditieren in einer Gesellschaft, auch dazu gibt es Studien, dann hat man sogar die Möglichkeit, dadurch die Kriminalität und andere negative gesellschaftliche Faktoren zu reduzieren. Das heißt also, die Meditation ist nur gut für die Erleuchtung, für unsere Gesundheit, für das Verhalten und auch für die Umgebung. Und das Wunderbare ist, sie ist ganz einfach zu erlernen. Man lernt das in 7 Schritten. Man kann das aber nur lernen von Lehrern oder Lehrerinnen, die eine sehr gründliche Ausbildung durchlaufen haben, die zertifiziert sind. Wir bieten das hier zum Beispiel bei uns in Bad Ems an. Und dann braucht man etwa eine Woche, 5 Tage, jeden Tag 1-2 Stunden. Dann kann man das ganze Leben praktizieren. Sehr schön. Und können Sie uns kurz nochmal den Unterschied erklären von der transzendentalen Meditation zu einer, zu anderen Meditationsformen? Ja, es gibt ja sehr viele Meditationsformen. Man kann die, denke ich, in 2 Kategorien einordnen. Andere Meditationen sind entweder konzentrative Techniken. Das heißt, man muss sich auf etwas konzentrieren. Auf ein Licht oder auf ein Wort oder auf einen Atem. Und konzentrieren bedeutet ja, dass man sich anstrengen muss. Und die TM ist völlig mühelos, ohne Anstrengung. Das heißt, man lernt eigentlich nur, wie der Geist zurückgeht zur Glückseligkeit. Und das ist völlig mühelos.
Und die anderen Formen der Meditation, die es gibt, das sind kontemplative Meditationen. Das heißt, man denkt über den Inhalt von etwas nach. Man kontempliert, man bewegt sich auf der Oberfläche, auf der horizontalen. Und bei der TM gehen wir nach innen, in die Vertikale, zu unserem innersten Wesenskern, dem reinen Bewusstsein. Das ist übrigens die Erfahrung von Yoga. Yoga bedeutet Vereinigung mit dem absoluten Lebensbereich. Und die transzendentale Meditation ist sozusagen der geistige, effizienteste Aspekt, um wirklich Yoga, diese Einheit, zu erfahren. Wunderschön. Vielen Dank, Herr Pirz. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen.